Ui, ja, hallo, ja, moin, hallo und herzlich willkommen nach einer, ja, gefühlt kürzeren, etwas längeren Pause mal wieder zu einem neuen Video vom LS19 tatsächlich. Und ja, es ist soweit ein Meilenstein ist erreicht, ihr werdet sicherlich schon alle mitbekommen haben, aber die Kandelin-Map ist jetzt raus und was hat der B Bauer Blue auch anderes im Sinn außer Kandelin? Lean, Sien, ihr wisst schon. Na, jedenfalls habe ich sofort meine 7 Sachen gepackt, meinen Rucksack geschnürt, habe mir hier von guten Freunden in Kandelin, von dem André und von dem Luan Löwen, habe ich mir hier ein kleines bescheidenes Häuschen gemietet oder einen Wohnraum gemietet. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe das blind unterschrieben. Ja, da wollen wir jetzt gleich erstmal hinfahren und uns unser Wohnhaus mal anschauen und gucken, ob wir hier in Kandelin. Nach Kandelin, da will er hin. Sinn. Na, ihr wisst schon, reimen konnte ich schon immer gut. Und ja, wie gesagt, wir wollen uns unser Wohnhaus gleich mal anschauen und gucken, was wir hier erreichen können. Als erstes bin ich hier in der guten alten sozialistischen Landwirtschaftsschule. Da habe ich früher mein landwirtschaftliches Examen gemacht. Ja, und früher als kleines Kind bin ich hier schon die Rutsche auf und ab. Und ja, ihr wisst schon. Also ich habe ein Stückchen weiter vorne geparkt. Ich habe ja noch nicht viel. Ja, ich habe hier ein bisschen Geld auf der Tasche, aber sonst irgendwie noch gar nichts. Da müssen wir mal schauen, wie das so weitergeht. Es gab hier immer eine super tolle Eisdiele. Ich weiß gar nicht, ob es sie immer noch gibt. Sollen wir gleich mal gucken und dann nehmen wir uns noch ein kleines Eis mit. Ein Softeis quasi sozusagen. Ja, hier ist mittags 12:20 Uhr, Mittagsstunde in Kandelin, da ist hier auf den Straßen natürlich auch noch nicht so viel los. Oder war es die Rutsche früher? War das die landwirtschaftliche Fachschule? Ich weiß es doch nicht. So, dum, 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 da, da. So, hier ist schon mal ein Eisstand. Ja, Cool Tractor Ice Cream from Local Farms. Wird Contents Milk from Ex Extraordinary Lily Happy Cows. Ja, von fröhlichen Kühen. Da steht sogar schon fertig. Ja, das. Entschuldigen Sie, ist das Eis auch frisch? Wie, Sie haben nur das Eis von gestern aufgewärmt? Ja, das schmeckt gut. Tante Emmas Laden, frisches Fleisch, frisches Eis. Was will man mehr? Aber das ist nicht ganz die Eisdiele, die ich gemeint habe. Es gab früher noch eine andere. Ja, super. Deutsche Post ist auch schon da. DHL dauert halt länger. Wie sind denn die Entleerungszeiten hier? Ne, das. Lotto und Toto. Das ist übrigens auch, ne? Lotto und Toto. Das ist reimmäßig ungefähr das gleiche wie bei mir. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Ich weiß gar nicht, wo ich geparkt habe. Ich hoffe, mein Auto ist nicht gestohlen worden. Hallo, schönen guten Tag. Das ist es mal, ne? Früher standen die Briefkästen hier gefühlt 50 Meter auseinander, such mal heutzutage im Briefkasten. Hast du keine Chance. Hallo? Ja, Hallöchen. Ja, das, so, das hier können wir auch, das ist glaube ich Onkel Ali gewesen. Anno 1830 haben Michael Moser und Maria Anna Fink dies Hans? Ach, Haus. Haus mit Gottes Hilfe lassen bauen. Herrgott bewahre dieses Haus noch alle und alle, die. Oh mein Gott. Anno 1830 haben Michael Moser und Maria Anna Fink dies Haus mit Gottes Wille lassen bauen. Das müsste wahrscheinlich bauen lassen heißen. Ist auch egal. Herrgott bewahre dieses Haus und alle, die gehen ein und aus. Ah, jetzt ja. Hallo. Kommt man da vielleicht sogar rein? Da ist keiner zu Hause. Hallöchen. Guten Tag. So habe ich nicht geparkt. Das möchte ich mal ganz kurz erwähnen. Ja, oh Gott, da brauche ich doch gleich wieder. Hallo, haben Sie mal Herztropfen? Wer ist denn hier wieder durch? Das muss der André mit dem Trecker gewesen sein. Sehen Sie, was Sie da angerichtet haben? Sie Dussel? Oh mein Gott. Ja,
Nicht fragen. Hier ist übrigens Meyers Eisdiele. Speise aus eigener Herstellung. Hallo, ich hätte gern einmal Schokonuss. Danke. Ja, hier ist das Geld. Der Rest, sagt ihr, der Rest, den können Sie behalten. Wie der Rest, da fehlt noch Geld. Ach so, ja, hier bitte. Eieiei, ich frag besser gar nicht. Das, ja, bitte zunächst den Motorstand, das ist ganz wichtig. Ja, so geht natürlich ein Video hervorragend los. Ein schönes Auto. So, jetzt können wir die erstmal wegfahren. Nun lasst mich doch aus dem Weg fahren, dann könnt ihr auch gleich. Da ist noch diese Stop-and-Go-Geschichte, ist da irgendwie noch, ne? Stop-and-Go muss, glaube ich, an, damit es aus ist oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, du fahr weg da. Warum fährt er jetzt nicht weiter? Ja, hupt noch. Ich löse das hier ja gerade auf. Meine Nerven. Warum fährst du eigentlich nicht noch dichter drauf mit deinem weißen Dingen da? Entschuldigen Sie, junge Frau, jetzt rennen Sie mir nicht noch durchs Auto. Gott, fahrt bloß weg. So, bloß weg hier. Ach ja, ist das nicht schön. Gehen wir ein bisschen weiter auf den Bürgersteig. Uiuiui. Das war gar nicht knapp. So, hier jetzt mal Fahrt durchs wunderschöne Kandelin und umzu. Ja, die meisten von euch kennen Kandelin ja auch schon aus meinen Videos, auch im 17er noch. Und vor allem auch aus den Videos von Luan Löwe. Informationen über die Map und natürlich auch den Download-Link auf der Facebook-Seite vom LS17-Projekt Mecklenburg, welches. Oh, das war knapp. Welche da erstaunlicherweise heißt LS17-Projekt Mecklenburg. So, jetzt wollen wir aber mal unser Häuschen angucken und ich hätte abbiegen müssen, fällt mir jetzt gerade ein. Dann machen wir das noch. Ja, das ist mein ganzer Besitz hier. In dem Anhänger, da schlafe ich bisher. War ja auch eine lange Reise hierher. Oh, in Kandelin durch Wälder fahren mache ich immer ungern. Das hat Gründe, auf die ich jetzt aber nicht näher eingehen möchte. So. Was ist das denn hier Schönes? Ein Denkmal. Hier kommt hier kein Auto. 1914 bis 1839 bis 45, den Gefallenen der beiden Weltkriege. Kutschby, Polischki. Gott hab sie selig. Und hier liegen die Holzstapel, da muss der Eggert mal vorbeikommen und die abholen. Eggert, Eggers? Na, ihr wisst schon. Oh, 30. Naja, fahre ich ja fast. Ja, die erste Zeit werde ich mich hier natürlich damit beschäftigen, hier in der Gegend mal mit den Anwohnern anzufreunden, was mir natürlich nicht sehr schwer fallen wird. Ein bisschen Geld zu verdienen und dann einen Hof zu übernehmen. Und ich denke, wir werden anfangen mit der Rinderzucht, also wir können uns mal zeigen. Ich mache mal Wambling-Anlage an, vielleicht fährt mich da mal keiner an. Und zwar werden wir anfangen hier mit dem Bereich Rinderzucht in Augustin. Da ungefähr wollen wir den erstmal anfangen. Und dann müssen wir mal gucken. Anfänglich halt ein paar
Lohnaufträge machen. Ich muss gleich dazu sagen, ich weiß nicht, wie regelmäßig ich das schaffe, die Videos zu bringen. Ja, denn darf immer nicht vergessen, die Arbeit geht vor. Und viele von euch wissen das und merken das ja auch an Videos und Streams. Ich bin jeden Tag immer ziemlich lange auf der Arbeit. Aber wie gesagt, ich werde es versuchen, ein bisschen regelmäßiger zu machen, aber täglich ein Video zum Beispiel, das kann ich euch leider schon sagen. Das wird nichts. Aber wenn man abends irgendwann um 21:30 nach Hause kommt, dann noch ein Video zu machen, das ist. So. Die Strecke kennen ja schon einige von euch. Das ist hier sozusagen die Candeliner Hauptstraße. Wir fahren dann gleich am Händler vorbei. Jetzt können wir mal richtig Speed geben hier. Ja, denn zum Glück gibt es ja im LS19 die ganzen Skripte noch nicht für Radarkontrollen, Ampeln und so, sondern können wir noch heizen. Weiß Gott, wann das womöglich mal kommt. Ja. Rechts wunderschöner Raps, möchte ich sagen. Links dürfte Weizen sein. Da ist der Maschinenhändler. Den kennen die meisten von euch, ja, wie gesagt, auch schon. Und dann kommen wir auch gleich langsam aber sicher in Kandelin an. Juhu, da fliegen die Vögel weg. Ich habe keine Zeit. Oh, das war jetzt knapp. So, und da sind wir in Kandelin. Links die weltbekannte Feuerwehrwache. Rechts. Ich weiß gar nicht. Ist das Biogas? Irgendwas war da. Links quasi so mein bisheriger Stammhof immer. Nee, ich traue mich nicht hier anzuhalten. Wir fahren erstmal nach Hause und dann laufen wir hier noch ein kleines bisschen zu Fuß rum. So, war das schon hier? Ich glaube, das war schon hier, ne? Jetzt schon links, aber links ist, glaube ich, eine Einbahnstraße immer gewesen. Jawohl. Das war sowieso hier am Ende, meine ich. So, dann werden wir hier mal. Ach, natürlich. Fahr vorbei, Junge. Hier mal geschickt anparken. Na gut, dass hier noch ein Sackgassenschild steht, ist ja auch unheimlich schwer zu erkennen. So. Zack. Piep, piep. Abgeschlossen. So, dann schauen wir mal. Ja, den Hof kennen die meisten von euch. Das war früher mein angestammter Hof hier. Gucken. Hoffentlich haben die keine Hunde. Ja, hier gibt es auch nur Mittel und Schnell. Gibt, glaube ich, auch so Player-Speed-Mods, aber habe ich jetzt noch nicht so wirklich drauf. Also wie gesagt, den Hof, den kennt eigentlich ja jeder von euch. Und deswegen werde ich diesmal mal auf einem anderen Hof starten. Irgendwann werden wir sicherlich auch von dem hier was sehen, denn es wird mich immer wieder zu dem zurückziehen. Das ist ja seit jeher mein Lieblingshof quasi. So, und jetzt werdet Augenzeuge meiner sprichwörtlichen Sportlichkeit. Ui! Ja. Komm, jetzt gibt's zu, wie viele von euch haben gehofft, dass ich mich da auf die Nase packe? Wahrscheinlich die meisten. So, dann zeige ich euch erstmal eben ganz schnell nochmal, welchen Hof ich im Auge habe. Also ins Auge gefasst habe. Na, wie auch immer. Das Getrippel macht mich wahnsinnig, ne? So, hier, das sollte mal mein Wohnhaus werden, bis der Luan Löwe da drin eine geraucht hat. Ja,
Damit hatte sich das dann erledigt. Nee, hier war noch gar nicht. Riecht ihr diese Luft? Das ist Landluft, meine Herrschaften, das ist Landluft. So, das wird der Hof, den wir so ein bisschen im Auge haben. Ich muss mal eben husten. Ich ermute mich mal ganz kurz. So, sorry. Ja, das ist der Hof, wo wir dann, ja, eigentlich quasi von Anfang an einziehen. Denn ich habe mir den tatsächlich schon gekauft. Denn der hat, ich glaube, was waren das, 100.000 gekostet oder so. Oder 120, keine Ahnung. Ich habe ja gestartet mit 500.000. Also ich starte bei alles von Null oder wie dieser Spielmodus heißt. Das ist sehr schwere auf jeden Fall. Habe mir davon halt bisher das Auto gegönnt. Und den Anhänger quasi, um was Fahrbares zu haben. Und diese Parzelle hier für 100.000 oder 120, wie auch immer, das haben wir. Aber bisher halt, wenn ich das so richtig sehe, noch keine Felder. Deswegen müssen wir am Anfang ein bisschen mit Lohn arbeiten, obwohl ein bisschen Kohle haben wir ja noch. Wir müssen einfach mal schauen, wie sich das so entwickelt. Und hier werden wir dann durchstarten und mal gucken, wie sich das entwickelt. Den Hof zeige ich euch dann, wenn es soweit ist, nochmal etwas genauer und in Ruhe. Ich selber kenne mich hier auch noch nicht aus. Ich war nämlich auf diesem Hof noch nicht zugange. Ich glaube, im Multiplayer hat das immer der Björn gemacht. Aber ist ganz schön, ganz gemütlich hier. Hier ist ein wunderbarer Kuhstall. Und ihr wisst ja, Kühe im Landwirtschaftssimulator, das ist meins. Wir wollen hier gleich schon mal ein bisschen durchlüften. Wenn dann unsere ersten Kühe kommen. Ja, da springt er durch geschlossene Türen. Wie habe ich das denn geschafft? Das ist erstaunlich. So, das wird wie gesagt der Hof, wo wir uns dann irgendwann häuslich einrichten. Und jetzt wollen wir uns nochmal angucken, wo wir da freundlicherweise einziehen dürfen. Dieser Mietvertrag habe ich blind unterschrieben. Aber ich denke mal, meine Freunde werden mich da nicht übers Ohr hauen. Also nochmal einmal vielleicht die Überblick für alle Leute, die das jetzt doch noch nicht so kennen. Es sind natürlich riesengroße Felder. Also es ist ein kleines bisschen Mischung, aber die Felder sind insgesamt schon sehr groß. Wir haben früher im Spaß immer gesagt, es ist immer etwas kleiner alles in Kandelin. Das sind schon große Felder, die sind schon auch nicht besonders eckig. Ist natürlich gerne auch als Multiplayer-Karte gesehen, aber ich spiele das hier jetzt im Moment ja im Singleplayer. Wir werden das alles nach und nach noch genau erkunden. Also beim Runterladen ist auch eine PDF-Datei dabei, wo dann alles nochmal ein bisschen beschrieben wird, wo die Höfe beschrieben werden. Die sollte man dann auch immer ganz gut beachten. So, ich komme hier nochmal. Sind das eigentlich neue Fruchtsymbole? Scheint so, ne? Waren die schon immer so? Ist das auf der Map so oder ist das seit dem Patch so? Ich habe keine Ahnung. Also, das ist sicherlich Weizen, Gerste, Raps. Ne, das ist auf jeden Fall Raps. Oder? Das ist ja bestimmt Weizen oder Hafer. Sonnenblumen. Das ist wahrscheinlich wieder Schlagring, also Sojabohnen bestimmt, Mais. Also sie sehen ja schon gut aus, die Symbole, ne? Also Gülle und Mist auf jeden Fall. Na, wir werden uns da schon irgendwie zurechtfinden. Gibt Ballenankauf, Ballenankauf 2. Die Bae war in Biesdorf, die Bae war in Kandelin. Die Erdfrucht in Zahnewans, die Getreide AG, die Molkerei Arla, den Strohankauf, das Sägewerk und den Wollverkauf. Und die normalen Sachen halt werden da ganz normal verkauft. So, gibt es hier noch irgendwas Wichtiges zu sehen? Ja, die beiden Sachen haben wir. Ja, Kredit ist bei 0. Eigentlich hieß es doch mal bei dem Modus alles von neu, würde man mit 500.000 Euro schon
schon starten hier. Ich habe diese Parzelle leider zweimal gekauft, wie man hier sieht. Also einmal gekauft, einmal verkauft, einmal wieder gekauft. Das erklärt das, das sind die Fahrzeuge. Ja, wir machen das hier alles offen und transparent. Da wird sich auch kein Geld irgendwo von der Oma aus dem Zuckertopf genommen, sondern das Geld wird hier erwirtschaftet. Ihr kennt das ja schon. Ich werde da wieder sehr viel mit der Bank zusammenarbeiten müssen. So, hast noch keine Tiere und Ställe, das ist auch klar, aber eigentlich sollte ich doch Ställe haben, ne? So, aber vielleicht muss man das erstmal, weil ich habe das Ding ja schon gekauft. So, hier werden wir wahrscheinlich dann nachher Shell transportieren. Transportiere den Gegenstand von Shell nach Sägewerk. So, Ballen pressen. Ernten. Da werden wir auf jeden Fall bei Zeiten. Hallo Leonie. Und vor allem hallo Jessica. Da werden wir dann wahrscheinlich am Anfang unterwegs sein. Hier sind die Einstellungen sind ganz normal. Da gibt es, glaube ich, auch nichts, was es noch weiter zu erwähnen gibt. Und jetzt laufen wir, wie gesagt, mal nach Hause. Gibt es hier noch die leckere Bockwurst? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, es gibt hier noch die leckere Bockwurst. Hallöchen. Hallo, gibt es hier noch die leckere Bockwurst? Hallo, Bockwurst? Nein, das ist keine sexuelle Anspielung. Ich muss weiter. So, hier ist der Kindergarten. Aber wir können mal gucken, ob es das Altenheim noch gibt. Was ja in der 17er-Version gerne mal gebrannt hat. Oh, eine Telefonzelle. Kennt die noch jemand von euch? Wegen Störung. Ja, die kennt wahrscheinlich auch jeder. Ich muss nochmal husten, Entschuldigung. Nochmal Verzeihung. Fasse dich kurz. T-Com. Ja, so sahen Telefonzellen mal aus, liebe Kinder. Ich glaube, sowas kennt ihr heutzutage gar nicht mehr. Die wurden dann irgendwann, glaube ich, mal rosa und noch viereckiger. Und jetzt mittlerweile gibt es kaum noch welche. Müssen wir mal gucken, hier drin. Also früher gab es in den Telefonzellen immer noch so Taster, also so einen langen Hebel, den konnte man nach links oder rechts, je nachdem, ob man Polizei oder Feuerwehr. Und da konnte man dann auch, nicht wahr? Also, das ist aber wie gesagt schon alles lange her. So, was haben wir hier? Das Zwergenland. Oh, komm mit mir ins Zwergenland. Hallo, guten Tag. BI. Ach, ist es nicht wunderschön. Landfleischerei Theodor Specht. So, Seniorenzentrum zum alten Abstellgleis. Tatsächlich, es gibt es noch. Und auch gleich eine Telefonzelle vor der Tür, wegen Störung geschlossen. Natürlich. So, Meyers Eisdiele. Ach, du, guck mal, die haben inzwischen erweitert. Die haben eine Zweigstelle. Auch nicht schlecht. Schön zu wissen, dass es hier auch in der Nähe ist. Den Marktplatz finde ich jetzt, glaube ich, nicht wieder. Was haben wir hier? Ja, natürlich geschlossen, klar, 12:47 Uhr. Da haben Behörden natürlich gerne geschlossen. So, und hier sind wir jetzt wieder zu Hause. Und jetzt hat der Luan gesagt, die Schlüssel liegen irgendwo im Blumenbeet. Wir schon mal reingucken. Oh, sieht ja gemütlich aus, ne? So, ich suche jetzt hier mal den Schlüssel und ich würde sagen, beim nächsten Mal betreten wir dann zusammen die Wohnung, schauen uns da mal um und sehen dann mal zu, dass wir die ersten Sachen hier oder die ersten Aufträge machen, um Geld zu verdienen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotz so langer oder nach so langer Zeit mal wieder Spaß gemacht zuzuschauen und vielleicht freut ihr euch auf weitere Videos. Wie regelmäßig, wie gesagt, das müssen wir sehen. Aber es würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bauer Blue.